Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir sind mal wieder im Buggy-Gebiet, wo du schon zwei Rage-Spits hatte. Ja, schauen wir mal, wie das läuft. Genau. Was anderes können wir eh nicht machen. So, ich müde mich mal und weiter geht's. So, okay. So, ich bin gemutet, denke ich. Ja, ich bin auch gemutet. In der Zwischenzeit kommt du hier unten wohl. Das ist der feindliche Stützpunkt. Aha, ihr geht auch mal bitte in die Eins mit. Ja, hier, da drauf. Da drauf. So. So, gucken wir mal hier hoch. Ich kann. Sehr gut. Dann machen wir mal so hier und schauen mal. So. Sehr gut. Hier noch da drauf. Jagt sie aus diesem Land! Ja, okay. Er zieht sich zurück mit dir, mit deiner. Ja, ja, genau. Wir gehen dafür vor. Können mal hier ausbauen und ausbauen. Ja, okay. So. Momentan sieht es gut aus. Aber wie gesagt, das hat meistens nicht viel zu sagen. Gerade hier die Karte. Ihr wisst ja, wie das läuft. Die Karte selbst ist jetzt nicht wirklich die schönste in solchen Hinsichten. So, hier hinten wird neu gebaut, ne? Zurück in die Dunkelheit. Ja, nein. Müssen Sie uns ausbeschützen. So, okay. Wir kommen aus Bruchtal. Zurück in die Dunkelheit. La 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 la. Brennt sie nieder. Treibt sie zurück in die Kirche. So, okay. Hier drauf. Wir müssen ihn standhalten. Ja. Dann hier hinten. Oh, da haben wir die Flüde. Nieder mit ihnen. So, hier drauf. Wir haben ein neues Gebäude. Lalalala, drauf da. Okay. Unsere Heimat ist in Gefahr. Als nächstes versucht er ja da unten, oder? Da hätte ich mal warten sollen. Das heißt, wir müssen wohl oder übel mal hier runter wieder. So, hier runter. Und dann hoffen, dass das hier klar kommt. So. Nein. Wenigstens konnte ich die Rohstoffe retten. Okay. Soweit, so gut. Wir gehen hier hin. Okay. Nee, Quatsch, wir gehen nicht dahin. Wir gehen hier hin. Bauen so hier und ihr geht wieder hier runter und guckt mal, dass ihr hier unten noch was gebacken kriegt gegen die da. So, wo haben wir noch einen? Du schmiedest mal hier oben ein paar Pläne. So, hier hinten in die Ecke. Ja, okay. Und du baust mal hier unten. So, so alles auf cool und dann alles hier drauf. Hier drauf, alles hier drauf. So, hier drauf. Sie greifen einmal hoch. Zurück in die Dunkelheit. Okay, so weit, so gut. Jagt sie aus diesem Land. Jawohl. So, hier hinterher. Er versucht natürlich hier alles jetzt wieder. Logischerweise würde ich auch machen. Aber das wird ihm nichts nützen, habe ich beschlossen. So, wir brauchen einen neuen Baumeister hier. So. Oh, fuck. Das war sehr gut gesetzt. Muss ich ihm lassen. Aber das hat noch nichts zu bedeuten. Verdammt! Also wenn ich das Gebiet hier nicht halten kann, also das wäre schlecht. So. Sie greifen unseren Baumeister an. Gut. Nein. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Okay. Aha. Sie greifen sie an. Verdammt. Sie haben den Baumeister erschlagen. So, okay. Und hier drauf. Ja, den komplett weg. Ja, ich sieht so aus, als würde ich das Ding hier einfach mal verlieren. Hätte ich niemals mit gerechnet. Der, ja, ist halt so. Ich muss mal jetzt alles nach vorn werfen, denke ich mal. So. Weil, ja, wie gesagt, ist halt so. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Er hat mir echt alle Baumeister. Wie hat er die gesehen, verflixt? Wie hat er die Baumeister gesehen? Ja, okay, die Sache ist durch. Bevor hier noch mehr wird. Yes! Yes! Ja, ich habe übrigens gemerkt, ich habe noch einen Baumeister irgendwo gehabt. Das heißt, ich hätte gar nicht aufgeben müssen. Aber naja, okay. Wie gesagt, ist das Buggy-Gebiet, dass es hier manchmal ein bisschen ärgerlich wird oder sowas in der Art. Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffst, muss ich ehrlich sagen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für diese Schlacht. Es könnte durchaus eine kriegswendende Schlacht werden. Das stimmt wohl. Mhm. Ah, krass. Ja, auf jeden Fall. Ich hab aber auch nicht erwartet, dass... Es ist halt 50-50 halt, ne? Also, ja, naja, okay. Was mich allerdings ein bisschen verwundert hat, muss ich gestehen, Hashtag Buggy-Gebiet,
Warum konntest du deine Fähigkeiten zurzeit nicht casten? Das hat mich echt verwundert. Ja, ne, ich hatte ja die zwei Türme schon relativ früh erobert. Das hat schon was gemacht. Ich habe ja mehr Türme erobert, theoretisch. Nö. Doch, es gibt ja auf der Karte insgesamt 4 Türme, ne? Ja. Und ja. Ich hatte... Genau. 3. 2 Türme. Also 2,5. Nee, 2 Türme hatte ich halt permanent. Ist ja logisch, ne? Ja, aber den einen Turm hatte ich am Anfang halt mal... Ja, aber ich habe meine Einheiten von Anfang an gehabt. Wie von Anfang an? Die Türme? Nein, nicht von Anfang an. Ich habe die direkt gleich als erstes erobert. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen verzögert hast und es da einfach daran lag. Das kann natürlich sein. So, nichtsdestotrotz auf jeden Fall gut gemacht. Auch gut mit den Fähigkeiten gespielt. Gerade das hat mir wahrscheinlich auch das Genick gebrochen, weil du die Fähigkeiten nicht gezündet hast. Du hast die Fähigkeiten bei der Verteidigung nicht gezündet. Deswegen dachte ich, ja, ne, okay, dann hat er ja wahrscheinlich keine. Keine Fähigkeiten. Ja, oder nicht so viel. Ja, okay. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall eine sehr... Aber du bist mit deinen Reisern richtig, richtig gut reingerannt in die eine Fähigkeit. Mhm. Da freue ich mich schon auf deine Folge. Och, ja, du Scheiße. Nee, da sag ich, das hat er gut gemacht oder also sowas in der Art. Aber auf jeden Fall, so leicht zum Ragen bringst du mich ja nicht wie du bei mir. Wenn ich den Ringkrieg verlieren sollte, ist es halt so. Noch ist es noch lange nicht so weit. Auch wenn du mir doch ordentlich was reindrücken konntest in den letzten Folgen. Aber mal schauen. Richtig. Mal schauen. Also ich sag's mal so, auf dem unteren Gebiet bist du jetzt wirklich komplett einheitenlos, muss man so sagen. Das heißt, ich könnte da theoretisch ganz gut vorrücken. Naja, komplett ist... Aber schauen wir mal, ja, gut, genau. 2 Einheiten hast du noch. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du da deinen Fokus beim Bauen hin drauf gelegt hast, ne? Also, ja, Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall allemal trotzdem noch. Schauen wir mal. Ja. Ne? Genau. So genau, okay, wir haben auf jeden Fall die nächste Schlacht, ne? Ja, eben. Und ja, die nächste Schlacht, die steht an. Gucken wir mal, wie es da läuft. Da hast du 5 Viecher und ich andere Viecher. Gucken wir mal. Genau. Ich werde mich mal muten und dann sehen wir weiter. So, okay, ich habe hier den Vorteil von Arwen, den er nicht hat. Und ich habe dafür halt quasi ein paar Gegenschützen. Im Prinzip müsste ich jetzt hier gewinnen können. Wäre auf jeden Fall wichtig. Wenn nicht, kann ich fast sagen, der Ringkrieg ist verloren, weil ich momentan einfach keine Möglichkeit habe, aufzubauen. Oder vernünftig aufzubauen. Also wenn ich diese Schlacht verliere, ist wahrscheinlich auch der Ringkrieg, gen Himmel sozusagen. So, okay, wir bauen direkt mal hier eine Festung. Festung hier hin. So, du baust direkt mal hier das hin. Hier, der ihr hier seid, geht schon mal vor. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Okay, ihr in die 1. Was machst du hier? Du wirst nicht hier dumm in der Gegend rumstehen. Du sollst hier bauen. So. Okay, hier in die. So, okay. In die 1 halt. Wir haben während ihr in der 2 seid. Arwen levelt auch bald wieder. Das ist toll. Da wird ja auch wahrscheinlich die Fähigkeit wieder ein bisschen stärker werden, hoffe ich. Schauen wir mal. So, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal zu ihm runterziehen und gucken, was ich da machen kann. Ja. Unsere Stadt wird größer. Lalala. Schnell jetzt. Weiter. Beziehungsweise wir können mal kurz hier. Jo, das hole ich mir mal schnell. Das schadet ja auf jeden Fall nicht. Unser Volk beschützen. Ich weiß nicht, was du machst. Vielleicht kommt er von hinten oder von uns. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. So, das Teil haben wir gleich. Das Gebäude wird ja, okay, weiter geht's. Dann gucken wir mal. Er wird jetzt ein bisschen auf Verteidigung gehen, weil er weiß ja, dass ich hier Arwen und so habe. Ja, und da schadet vielleicht nicht, wenn er hier. So. Wir gehen mal hier und gucken mal was. So. Die Feinde kommen über uns! So, okay. Soweit, so gut. So, Arwen kann jetzt auch heilen. Und jetzt gehen wir mal zurück. Oh, er hat eine verloren. Ich habe eine Einheit verloren. Er kommt von hinten. Okay. Okay. Das hat aber auch sehr gut funktioniert für ihn, ne? Er hat im Prinzip gar nichts gekostet. Ich ihm dafür schon ein bisschen was. Der Mut ist mit uns. Lalalala. Ich werde unser Volk beschützen. Ja, okay, wir gehen denn mal entgegen hier. Wir gucken mal, ob wir da noch ein bisschen was hinkriegen. Der Abendstern ist mit dir. So. Die Festung, der baut inzwischen hier. Okay. Die Gnade der Elben ist mit euch. Ich bin hier, um zu kämpfen. So, ich bin hier, um zu kämpfen. Ich gehe mal hier runter. Beeilt euch. Lalalala. Gehe mit denen hier ein bisschen vor. Wir haben eine neue Festung. Lasst den Höhlentroll nicht vorbei. Wir müssen ihn standhalten. Ich werde euch gut für das Gebäude fertiggestellt. Ich bin hier, um zu kämpfen.
So, ich will nämlich gucken, wo die sich rumtreibt. So, das Gebäude steht, die Festung steht, wir bauen hier einen solchen. Und wir bauen hier einen solchen. So. Einfach mal just for fun. So, hier von hinten reingehen und gucken. Die Fähigkeit ist natürlich heftig, muss man sagen. Die ist heftig. Vielleicht kriegen wir auch das Teil hier hin. Ah, die Grabunholde sind halt... Okay. Seid standhaft. So, okay, soweit so gut. Dann hole ich mir mal ein paar Rohstoffe, das geht ja auch. Aha. Kommt aber gerade vor so vor, als würde die Lex wieder anfangen. Das wäre ungünstig. Aber nicht zu ändern dann in dem Moment. Ich bin hier, um zu kämpfen. Ah, holen wir mal hier. Okay. Schnell jetzt. Wir müssen aufbrechen. Okay. Und dann mal vorwärts hier. Vorwärts, hier hinter. Und schauen, was er da hat. Gehe ich wieder auf diese. Wir haben viel zu tun. Wir dürfen nicht bleiben. Reitet. Und dann Himmel hier drauf. So. Seid wachsam. Die Festung wird gewiss bewacht. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Ich bin wieder hoch. Bringt so nix. Er baut einen neuen Baumeister. Das ist eine sehr gute Idee. Die werde ich mal instant dann gleich mitnutzen. Hopp. Baumaterial ist unterwegs. Und zwar so. Und zwar hier. Und dann erstmal bauen wir hier. Und jetzt bauen wir nicht. Lalalala. So. Meine Einheit muss noch ein bisschen hochheilen. Ist aber kein Problem, das geht mal hin. So, ich gehe mal mit denen hier ein bisschen vor. Ich werde unser Volk beschützen. Geh mal mit denen hier am besten davor. Räumen das Teil mal hier weg. Aha. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Der Mut ist mit uns. So. Ja, in der Zwischenzeit kann sie hier ein bisschen hochheilen. Einmal so. Rohstoffe. Werkzeuge du bereit. Baust so. Du baust hier. Was sollen wir bauen? Nee, du baust da nicht. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Nicht mehr viel ich werde Zeit. Euch gut führen. Aha. Reinig das Land von Ihnen. Haben schon zu viele Soldaten. So, okay. Das Gebäude ist fertig. Das ist der feindliche Stützpunkt. Abscheuliche Bestien. Kreist sie ein. Bitte. So, okay, das heißt hier. Sie aus. Mögen eure Seelen drauf. Stark sein. Vernichtet das hier. Jedes Zeugnis von Ihnen. Und weiter geht's. Dann rücken wir noch ein bisschen vor und gucken mal, ob wir da oben vorne noch was kriegen. So, irgendwas hat ihr auch noch einen Rang geschafft, das ist toll. So, hier drauf. So. Sie werden dieses Land nicht mehr entweihen. Okay, einfach wieder zusammenziehen. Ansonsten bauen wir hier dafür aus. So, bauen hier hinten auch hier unter. So, wir müssen dann hier wirklich mal gucken. Ich bin verwundet. Ja, okay. Also, wie gesagt, das läuft gerade gar nicht gut für mich, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich so einfach hier überwältigen kann, ehrlich gesagt. Aber, okay. Weil, wie gesagt, eigentlich hatte ich die besseren Einheiten. Warum ist der so stark? Warum fucking nochmal ist der so stark? Ich meine, klar, der hat eigentlich ausgestattete Einheiten gehabt, aber das ist ja egal. So, ich bin bereit. Okay, ich baue hier natürlich trotzdem weiter. Und ich baue auch hier unten in die Richtung da mal eine Kaserne. Lalalala. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. So, ich werde dich beschützen. Wir dürfen nicht scheitern. Wir greifen einen unserer Malonbäume an. Ah, den habe ich erwischt. Hätte vielleicht noch finden können, aber naja, gut, okay. Ja, der Baumeister hat es auch erwischt, verdammt. Nieder mit dieser Tür. Arwen fällt auch bald. Ich bin ja. Du wirst durch mein Schwert fallen. Okay. Warum kann ich hier. Hallo? Was sind das denn für? Hallo? Ich kann keine. Mega fies. Und rein da und. Jawoll, das hat auch gut geklappt. So, dann hier drauf. Wir gehen. Bis in den Tod, Elben. So, ja, wir gehen hier hoch. Oh, Arwen hat es doch noch erwischt. Verdammt. Hat er gut gemacht. Sehr gut. GG auf jeden Fall. Aber, ja, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, hier. Und hier unten machen wir auch Nachproduktion. Ich spiele heute in dieser Aufnahme total bescheiden, muss ich wirklich sagen. Das, was ich hier zusammenspiele, das ist dumm. Ich kann es nicht sehr anders nennen, insofern spielt er auch deutlich besser. Und dass er jetzt den Ringkrieg drehen kann, zu Recht.
Des Feindes sind nah. Ja, was mache ich denn hier? Ich drücke immer die verkehrten Knöpfe hier. Wir kommen hier runter, Junge. Ja, auf jeden Fall gut gemacht, auch hier, indem er Arwen umgehauen hat. Aber okay. Ja, wie gesagt, lässt sich jetzt nicht vermeiden. So, den Baumeister, den wir verloren haben, haben wir auch wieder. So, ansonsten könnte ich mal hier endlich mal eine Schmiede brauchen. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Der ist vielleicht ein bisschen nah dran. Aha. Aha. Werkzeuge bereit. Schmiede hierhin. So. So. Okay. Ich werde unser Volk beschützen. Okay, soweit so gut. Gehen wir mal hierhin. Greift sie an. So, Arwen kann ich ja wiederholen. Wir haben das Gebäude kriegen wir also hin. So, ansonsten, der geht mal auf den hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, wie es da läuft. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.